der natürlich versucht, Koschetschke in die Sicht zu nehmen. Der russische Torwart ist ein Riese, 2 Meter groß. Gegen ihn hat man nur eine Chance, wenn man eben dafür sorgt, dass er die Scheiben nicht sieht, wenn sie aufs Tor kommen. Alexander Sulzer. Scheibe tief. Ja, guter Aufbau der Deutschen. Oh, Check gegen Holzer. Oh, der da verletzt am Boden liegt. Oh, ganz übel. Ja, da gibt es auch Strafzeit für diesen Check. Ich glaube davon sogar, dass er Spieldauer bekommen wird. Der russische Spieler. Er hat den Arm erst nicht gehoben. Und dann hat Holzer die Besinnung verloren, offenbar. Er ist ausgenockt. Das ist, wenn du so einen Check bekommst, dann bleibt dir die Luft weg. Du stehst zwar das erste Mal noch auf, aber beim zweiten Mal wird er schwarz vor Augen. Und das ist wohl Holzer gerade passiert. Ja, er ist noch nicht wieder ganz da, Corbinian Holzer. Das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus für den Düsseldorfer. Der so ein starkes Turnier gespielt hat. Der so ein wichtiger Verteidiger ist. Er ist ein sehr wichtiger Verteidiger, weil er bei uns Unterzahl und Überzahl spielt. Viel Eiszeit ausgestattet. Und es gibt eine Spieldauer gegen Kulimin. Bankencheck. Aber ganz ehrlich, Holzer tut uns mehr weh als Kulimin den Russen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob er wieder zurückkommen kann. Normalerweise fühlt man sich so nach 15 Minuten da wieder besser. Er geht jetzt wahrscheinlich werden wir ihn in diesem Drittel nicht mehr sehen, erst zum nächsten Drittel. Hier sehen wir es nochmal, an den Kopf unten. Boah, gegen die Bande, auf Gottes Willen. Naja, keine Körperspannung, weil er sie natürlich auch nicht kommen sieht, den Gegenspieler. Das Schlimme ist, dass Dietrich schon mal eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Und hier vollkommen K.O. geht. Holzer, meine ich natürlich.